Passwortschutz bei OneNote. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich öffne OneNote und ich lande dort, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, beim Notizbuch Ruderclub, beim Abschnitt Regatta. Ich versuche mal, das Notizbuch Ruderclub mit einem Passwort zu schützen. Ich gehe auf Ruderclub, mache einen Rechtsklick und geht nicht. Ich versuche eine einzelne Seite hier mit einem Passwort zu schützen. Basel rein, Rechtsklick. Geht auch nicht. Aber einen Abschnitt kann ich Passwort schützen. Also Rechtsklick auf einen Abschnitt. Hier diesen Abschnitt durch ein Kennwort schützen. Klick darauf. Es poppt hier eine zusätzliche Spalte auf. Hier Kennwort festlegen. Also und Kennwort bestätigen. Dann Achtung, Vorsicht. Klar, wenn ich das Passwort vergessen habe, kann ich selber dieses Register nicht mehr öffnen. Okay? Und die nächste Warnung. Die vorhandene Sicherung löschen. Besteht da irgendwo noch eine Sicherung? Ich schaue mal nach. Sicherungsordner öffnen. Offenbar macht OneNote automatische Sicherungen. Ah, das sind alles gesicherte Notizbücher, habe ich irgendwie gar nicht gewusst, aber hier Ruderclub Hallwilersee, also müsste ich das noch von Hand löschen. Und wo sind die gespeichert? Ich gehe mal hier oben nachschauen beim Pfad und wenn ich hier einen Klick reinmache, sehe ich genau, wo bei Data Local Microsoft OneNote 16 Sicherung. Ist ja eigentlich noch gut zu wissen, dass OneNote das sichert. Ich gehe da wieder raus und sage einmal vorhandene Sicherung beibehalten. Ich habe gedacht, das sei nun passwortgeschützt und ist es irgendwie doch nicht. Kann ich denn jetzt da noch etwas ändern? Geht ja noch. Was ist denn los? Ich schaue mal nach unter Datei, Optionen und bei Optionen, bei Erweitert und hier weiter unten finde ich Kennwörter. Und da steht, der kennwortgeschützte Abschnitt wird erst nach 5 Minuten gesperrt, wenn ich 5 Minuten lang nicht darin gearbeitet habe. Aha, also okay, dann weiß ich das. Ich könnte diese Minuten auch ändern. Ich schließe mal OneNote, öffne es wieder und schaue. Aha, und jetzt ist es passwortgeschützt. Also Regatta ist nicht mehr ersichtlich, Schnuppertag schon noch, Presse auch noch, aber Regatta nicht mehr. Ich drücke die Eingabetaste und wieder mein Passwort, okay, und jetzt sehe ich das wieder. Ich mache das nochmals, ich mache einen Rechtsklick auf Regatta, diesen Abschnitt durch ein Kennwort schützen und ich könnte nun hier das Kennwort entfernen. Das mache ich nun, ich tippe wieder mein Kennwort ein, okay, jetzt hat es keines mehr und ich kann wieder ganz normal arbeiten. Normalerweise kann ich eine Registerkarte oder einen Abschnitt auch exportieren. Ich gehe mal auf Datei, exportieren und ich sehe, ich kann den Abschnitt, wo ich gerade drin stecke, exportieren. Es erstellt hier eine One-Datei, also eine OneNote-Datei Regatta und ich kann die irgendwo speichern. Ich setze nun nochmals ein Kennwort. Kennwort festlegen und okay. Jawohl, vorhandene Sicherung noch behalten. Ich sage, jetzt soll das sofort sperren, als was ich jetzt mit Kennwort geschützt habe, sofort sperren. Es ist sofort gesperrt, ich muss also nicht mehr 5 Minuten warten und ich will das wieder exportieren. Ich will das jemandem schicken per Mail und zwar passwortgeschützt. Datei. Oh, ich kann nicht mehr exportieren. Also passwortgeschützte Register oder Abschnitte kann ich nicht exportieren. Tja, schade, geht nicht oder noch nicht. Das war's.